So, heute bin ich zu Gast in Burgertroth bei der Firma Alberthaus, die sich spezialisiert hat auf individuelle Fertighäuser. Meine Gesprächspartner heute, der Michael und der Bernd. Michael, der Inhaber, Bernd, der Geschäftsleiter. Und wir starten gleich mal mit dir, Bernd. Kannst du mir 3 bis 5 Schlagworte zu eurem Unternehmen sagen? Ja, das Unternehmen Alberthaus ist modern, abwechslungsreich, wenn man hier arbeitet, und familiär. Es hat gehört der Familie Albert. Hört sich passend für junge Leute auch an. Genau. Michael, wir machen gleich weiter mit dir. Warum sollten denn Fachkräfte zu eurem Unternehmen kommen? Na gut, sie haben hier die Chance, sich einzubringen. Wir bauen individuell, es sind immer wieder neue Projekte, immer wieder neue Aufgaben, immer wieder neue Herausforderungen. Und im Prinzip, wenn man einen Job hat, der einen ausfüllt, dann braucht man nicht kein Hobby mehr. Dann ist man stolz drauf. Gut gesagt. Bernd, in welchem Bereich sucht ihr aktuell Personal? Also hauptsächlich im gewerblichen Bereich, das heißt Zimmerer, Zimmerleute brauchen wir, Schreiner, Fliesenleger, Spengler, ja, sagen wir mal, gute Handwerker, richtig gute Handwerker, und die auch bereit sind, auswärts zu gehen. Wir haben also Baustellen in ganz Süddeutschland, also das kann mal München sein, das kann mal Stuttgart sein, Mannheim, ja, aber natürlich auch hier in der Region. Also das heißt, man kommt auch ein bisschen rum bei euch. Genau. Michael, warum sollten denn die zukünftigen Fachkräfte, die bei euch vielleicht irgendwann anfangen, bei euch auf den Messestand kommen? Na gut, ich sag mal, es sind Mitarbeiter von uns, es sind coole Leute am Stand, mit denen kann man quatschen, kann sich das ein bisschen erklären lassen, wie es bei uns in der Firma abgeht. Ich sag nur, come to the A-Team. Okay, Bernd, man hört es ja ein bisschen raus, du bist kein Kissinger. Genau. Warum der Standort Kissingen? Ja. Also ich komme zwar aus K, aber aus Köln, aber Kissingen, ich ganz ehrlich gesagt, vor einigen Jahren auch noch nicht. Ja, das ist einfach eine schön gelegene Kleinstadt, die viel Kultur hat, ja, und einfach nicht nur ältere Leute haben, sondern auch viele interessante junge Leute. Das macht Spaß, in Kissingen zu leben. Cool, schön, sehe ich auch so. Abschließende Frage, Michael, warum, beziehungsweise was für einen Tipp gibst du denn ganz einfach gesagt mal den Bewerber oder den Bewerberinnen auch mit? Na gut, ich sag mal, wie die ganze Mannschaft hier, man soll authentisch sein, also nicht sich irgendwie verstellen, ehrlich sein, und dann kann man sich unterhalten und dann sieht man gleich, ob man zusammenpasst. Ganz einfach. Ja. Michael, Bernd, vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Wir sehen uns auf der Jobmesse. Okay. Bis dahin. Servus.